Um drei Buchtipps soll es heute gehen zur Halloween-Zeit. Und diese drei Buchtipps, die beziehen sich auf Veröffentlichungen von Verlagen, die vielleicht so ein bisschen jenseits der Wahrnehmung sich befinden. Es geht also jeweils um Kleinverlage, die wir eben nicht in den großen Sortimentern der Buchhandelsketten so präsent ausgebreitet vorfinden. Also vielleicht sowas ein bisschen wie Geheimtipps, darum soll es heute gehen. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Ja, es wird so sein, ich werde also jeweils kurz immer etwas sagen zu den verschiedenen Veröffentlichungen, spoilerfrei, weitgehend spoilerfrei. Und ich werde dann auch jeweils eine Stelle aus diesem Buch, eine Leseprobe vorlesen. Werde es aber so machen, dass ich dass ich Kapitel mache, so dass ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, nee, die Leseproben brauche ich nicht, die könnt ihr dann auch jeweils überspringen. So soll es sein. Ja, und ich fange an mit einem Buch, das ich erhalten habe aus dem Wandler Verlag. Einige von euch kennen ja den Wandler Verlag schon, auch von Büchern von diesem Kanal. Ich habe immer wieder mal das ein oder andere aus dem Wandler Verlag hier präsentiert und werde das auch in Zukunft tun, denn ich finde, dass dieser Verlag ein wirklich hochinteressantes Programm hat. Und zwar geht es da hauptsächlich um Weird Fiction. Was das ist, habe ich schon mal erklärt, will ich jetzt nicht wieder ausführen. Aber es geht also von daher auch um unheimliche Literatur, um fantastische Literatur und, und. Und der Verlagschef ist Michael Schmidt, Schmidt mit Doppel-T. Und der hat ein Händchen dafür, Veröffentlichungen auch aus dem amerikanischen, englischsprachigen Raum und so weiter hervorzukramen, die wir sonst vielleicht gar nicht erleben würden. Also hier ist ein solches Beispiel. Aber ich sage noch mal kurz was zu diesem Verlag. Mittlerweile merkt man, und zwar bezüglich des Drucks, also es geht hier um den Satz, um das Layout, und letztlich auch so um die Form von Textbearbeitung. Da findet der Michael Schmidt Unterstützung von Erik Hansch. Und Erik Hansch, den Namen hat man vielleicht, wenn man aus Versehen schon mal hier in ein Video reingeschaut hat, hier auch schon mal gehört. Auch oftmals im Zusammenhang mit der Bibliothek der Vergessenen, dieser Reihe von uns. Und zwar Erik Hansch ist der Mann, der hinter der Edition Dunkelgestirn steckt. Und der ist ja nun bekannt dafür, dass er sehr, sehr schöne, wertige Bücher gestaltet. Der unterstützt hier auch den Michael Schmidt bei der Gestaltung der Bücher. Und ich finde auch, dass sie zunehmend an Qualität gewonnen haben. Das im Programm war immer schon interessant. Es ist ein sehr kleines Programm. Ich werde euch natürlich, das gilt für alle drei Verlage, die heute hier eine Rolle spielen, da werde ich euch natürlich die Verlags-Homepage in der Infobox auch verlinken. Ja, es geht heute um einen spannenden Autor, den man hier gar nicht so auf der Platte hat, obwohl er in Amerika einen wirklich guten Namen hat. Nämlich es geht um Jeffrey Ford. Jeffrey Ford ist überhaupt kein junger, neuer Autor mehr. Der ist Baujahr 1955. Der hat über 10 Romane veröffentlicht, über 100 Kurzgeschichten oder 130 Kurzgeschichten, ich weiß es nicht mehr genau. Eine ganze Menge. Und meines Wissens sind nur mal in irgendwelchen Anthologien 2 Kurzgeschichten von ihm überhaupt ins Deutsche übertragen worden. Obwohl er in den Vereinigten Staaten zu den meist ausgezeichneten Autoren rund um Fantasy und Fantastik gehört. Das ist ein Ding, aber das finden wir immer wieder, dass solche Autoren gar nicht den Weg zu uns finden. Das ist natürlich auch Schuld der großen Publikumsverlage, wie Heine,
und so weiter, ja, die eben darauf nicht gucken. Und dann schlägt so ein Wandlerverlag zu und holt sich dieses den ein oder anderen Roman, und das ist eben jetzt hier ein solcher Roman. Er heißt Das Schattenjahr, The Shadow Year, ist eigentlich schon ein paar Jahre alt. Der ist nämlich zuerst erschienen in den Vereinigten Staaten 2008. Michael Schmidt holt diesen Roman eben zu uns, damit wir eben da auch was von mitbekommen. So, worum geht's in dem Roman Das Schattenjahr? Ich lese mal den Klappentext vor. Das Schattenjahr schildert das Leben dreier Kinder, ihrer alkoholabhängigen Mutter, dem überarbeiteten Vater und den Großeltern im Amerika der 60er Jahre. Die Kinder spielen im nahegelegenen Wald, verleben gute und schlechte Zeiten in der Schule und warten an heißen Sommertagen ungeduldig auf den Eismann. Alles geht seinen Gang. Bis eines Abends ein Gesicht ins Badezimmer der Nachbarn blickt. Wenig später verschwindet ein Junge. Die drei Kinder, entschlossen, das Geheimnis aufzudecken, beginnen zu ermitteln. Das klingt nach einer Kindheitsgeschichte, Coming-of-Age-Geschichte, und das ist es auch irgendwo, irgendwo könnte man sagen, ein Kinderabenteuer. Es geht also um den Ich-Erzähler, der eben aus der Retrospektive, eben aus seiner Kindheit, aus den 60er Jahren erzählt. Und er ist, glaube ich, in der 5. Klasse oder 6. Klasse. Bruder ist etwas älter, er ist, glaube ich, in der 5. Klasse, und er ist in der 7. oder, nee, er ist in der 4. Klasse, der Ich-Erzähler, zum Zeit des Geschehens. Sein Bruder ist dann schon in der weiterführenden Schule, also wahrscheinlich in der 6. Klasse dann. Und Schwester ist auch noch irgendwie noch ein Stück jünger. Amerikanische Kleinstadt, 60er Jahre, da erinnert man sich sofort an Geschichten, natürlich von Ray Bradbury, und der ist ja Pate, ja, sehr deutlich. Aber auch natürlich Stephen King, ja, mit The Body, die Leiche, Stand By Me hieß die Verfilmung. Eine Novelle, eine unheimlich erfolgreiche Novelle, die ja auch um so eine Kindergruppe letztlich spielt. Und hier ist es auch so, wir erleben also ein typisch amerikanisches Halloween, auch interessante Einblicke kriegt man da auch. Und es ist eine ungeheuer plastische Erzählung dieser Kleinstadtsituation. Und irgendwo scheint dann doch etwas Düsteres umherzugehen, vor sich zu gehen. Und nimmt dann seinen Lauf. So, wenn man das so hört, dann hat man das Gefühl, naja, ist okay, das ist vom Prinzip erstmal so gar nichts Neues, und das ist es auch nicht. Das ist nicht die Neuerfindung schlechthin. Aber es ist ein atmosphärisch unheimlich dicht geschriebener Roman. Man ist wirklich dann dabei, und wer solche Geschichten mag, das wird geradezu filmisch erzählt, der ist hier ziemlich gut aufgehoben. Der Autor, ich sagte es schon, er hat also mehrere Auszeichnungen bekommen, und er ist vor allen Dingen jemand, der kreatives Schreiben unterrichtet an der Universität und der eben auch schon bekannte Autoren, einmal John Langan, den hatten wir mal hier mit dem Video Der Angler, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, oder Late Baron, das sind Leute, die haben also bei ihm hier gelernt. Er ist, ich sagte schon, Baujahr 55, also nächstes Jahr wird er 70 Jahre alt. Also das ist ein Profi-Erzähler und ein souveräner Erzähler, und so souverän erzählt er eben auch. Es ist Unterhaltungsliteratur, es ist eine sehr nostalgische Geschichte mit einem kleinen Tick geheimnisvoller Grusel. Kein Horror-Genre-Roman, wie man sich das so vorstellt, sondern etwas eher in den Bereich der Weird Fiction. Also da ist etwas in der Welt, was sich nicht unbedingt immer alles genau erklären lässt. Man könnte auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen sowas wie märchenhafte Elemente, aber dann doch sehr düster.
Das wird jetzt hier für mich schwierig. Kannst du mal bitte ein bisschen zur Seite gehen? Danke. Also von daher, für Menschen, die sowas mögen, ist das ein wirklich guter, gut geschriebener Roman, sehr unterhaltsam auf jeden Fall und wie gesagt, atmosphärisch sehr dicht. Und ich werde, ach so, übrigens, das Buch ist auch sehr, sehr hübsch gestaltet. Also wir haben einmal hier dieses Cover, dann haben wir so eine Klappbroschüre und wenn man sich das also anschaut, dann haben wir hier so diese typische Kleinstadt-Idylle der 60er Jahre. Wobei bei der Idylle muss man immer noch dazu sagen, ja, auf der einen Seite diese Idylle, Vater, Mutter, drei Kinder und Großeltern in einem Haus. Allerdings lebt man dann doch ziemlich in Armut. Der Vater rackert sich in mehreren Jobs ab und die Mutter ist eigentlich eine Künstlerin, die aber mit ihren künstlerischen Arbeiten eben nicht, ja, nicht davon leben kann, die hochfrustriert ist. Permanent sich betrinkt und und. Wir merken, aha, da gibt es natürlich ganz viele Parallelen, die wir bei anderen, diesen schon genannten Autoren, dann eben auch kennen. Wie souverän er letztlich erzählt, wir merken, es ist ein sehr leicht konsumerables Buch. Das merken wir daran, dass die Kapitel sehr kurz sind und er macht das dann oft so mit einem gewissen Cliffhanger, endet er dann, also beispielsweise mit so einem Satz wie: Der nächste Morgen traf mich wie ein Fausthieb ins Gesicht. So, da will man natürlich doch weiterlesen. Also handwerklich ist das schon ganz geschickt gemacht. Und jetzt lese ich euch den Anfang vor, sodass ihr euch ein Bild machen könnt, ohne dass zu viel verraten wird. Das erste Kapitel heißt Die Augen, die Augen, durchaus ein bisschen leitmotivisch in diesem Roman. Es begann in den letzten Tagen des August. Die Ulme im Vorgarten hatte bereits ihr Laub abgeworfen. Der Rasen war besät mit röhrenförmig eingerollten tabakbraunen Blättern. Es war Nachmittag. Ich saß am Rand des Bürgersteigs vor unserem Haus in der Willow Avenue und wartete darauf, dass der Mr. Softy Eiswagen hinter der Biegung weiter unten auftauchte. Ich wartete schon ziemlich lange und so sehr ich auch die Ohren spitzte, es war nicht einmal der melancholische Glockenton zu hören, welcher sein Kommen ankündigte und mir verriet, dass er bereits in der Nachbarschaft unterwegs war. Jedes in Abständen ertönende Bing war ein Versprechen süß schmelzender Eisgenüsse und gleichzeitig ein Nadelstich des Bedauerns, weil Mr. Softy für dieses Jahr seine letzte Runde drehte. Ich nahm in jede Hand eines der mürben abgefallenen Blätter und zerdrückte sie in der geballten Faust. Als sie die Fäuste wieder öffnete, rieselten die Fragmente auf das Straßenpflaster vor meinen Füßen. An jenem Nachmittag ahnte ich noch nicht, was uns bevorstand, ein Jahr wie aus einer Parallelwelt, dunkler und böser als unsere. Sonst hätte ich in den zerbröselnden Blätterresten vielleicht ein Omen gesehen, ein Symbol dafür, dass etwas zu Ende geht. Doch ich wartete nur auf die Augen. Kleine Ergänzung noch, übersetzt wurde der Text von Eva Bauche-Eppers, die übrigens auch schon mehrfach für ihre Übersetzung ausgezeichnet worden ist. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Übersetzung. Es handelt sich also um eine deutsche Erstveröffentlichung dieses Textes. Zu hoffen wäre natürlich, dass der Wandler Verlag auch noch weitere Texte von Geoffrey Ford veröffentlicht. Das wäre natürlich wunderbar. Und das Taschenbuch Paperback kostet 23 Euro. So, das war Nummer 1. Kommen wir zur Nummer 2. Und da mache ich eine kleine Überleitung, denn ich war vergangenes Wochenende. Deswegen ist das so ein schnell eingefügtes, relativ unstrukturiertes, kurzes Video. Ich war letztes Wochenende auf dem Bukon. So, was ist der Bukon? Wir sehen hier so einen komischen, hässlichen Drachen. Das ist immer so das Zeichen des Bukon. Der Bukon ist, den gibt es seit 1986, wenn ich das richtig sehe. Ich muss hier nochmal reingucken. Ja, seit 1986. Und der findet statt in Dreieich bei Frankfurt. Dreieich bei Frankfurt.
Und interessanterweise immer an dem Samstag, an dem es in Frankfurt die Buchmesse gibt. Wenn man so möchte, ist das eine alternative Buchmesse. Und zwar für Freunde der Fantasy-Literatur, der Science-Fiction und der Fantastik allgemein. Und die versammeln sich dann auch da. Und das ist natürlich auch irgendwo mal aus der Not herausgeboren worden. Denn wir lesen und wir hören ja immer wieder von Verlagen, auch arrivierte, gute Verlage, die es sich auch einfach nicht mehr leisten können, auf der Frankfurter Buchmesse aufzutreten. Und der Buchon ist also eine Veranstaltung für Klein- und Kleinstverlage, die eben hier die Möglichkeit haben, im Vergleich zur Frankfurter Buchmesse natürlich wesentlich günstiger eben auch ihre Leser zu treffen und anzusprechen. Und das ist mittlerweile eine richtig ordentlich große Veranstaltung geworden. Wir haben hier 90 Händler sind hier mit. Händler? Nein, ich glaube nicht Händler, oder ich muss nochmal nachgucken, hier stand irgendwas. Blablabla. Doch, 90 Händlerstände und über 100 Programmpunkte, aus denen man dann aus diesem, das ist das Programmheft hier, ja, eben dann auch auswählen kann. Lesungen, verschiedene Booktalks und Preisverleihungen, alles Mögliche ist dabei. Und von daher ist das tatsächlich für ein sehr spezielles Publikum, das dann eben auch wirklich sich ausschließlich für bestimmte Genres interessiert, ist das eine ganz großartige Sache. Und das Tolle ist eben, man kommt da eben auch mit Verlegern, Autoren, Künstlern dann eben auch ins Gespräch. Das ist alles ein bisschen unkonventionell. Da laufen auch viele mit Kostümen letztlich rum. Dann sehen wir Modelle, die ausgestellt werden und. Also es ist also eine ganz nette, ein bisschen unprofessionelle Atmosphäre. Ja, also von daher irgendwie eine Gegenmesse, die ich ganz spannend finde und auf der ich auch schon ein paar Mal jetzt gewesen bin. Weil man da auch eben in interessante Gespräche kommt. Da habe ich unter anderem auch wieder getroffen den Jens Bollm aus dem JMB Verlag. Wer das schon mal gehört hat, der hat vielleicht aus Versehen hier mal reingeguckt in die Reihe Kabinett der Phantasten. Die habe ich ja angelegt nach dieser Reihe, die eben im JMB Verlag erschienen ist, gleichen Namens. Und da geht es ja um klassische Erzählungen der Fantastik in der Regel und der JMB Verlag, der hat mittlerweile ja auch irgendwie 100, weiß ich, 100, über 115 Titel mittlerweile im Programm. Und der Jens Bollm, sitzt eben dann auch auf diesem Buchon mit seinem Stand und konnte da interessante Dinge berichten. Ich habe ihn angesprochen, er hat ja Übersetzungen aus dem Englischen, auch aus dem Russischen und was war das noch alles? Lass mich ganz kurz gucken, hier müsste irgendwie noch stehen. Englischsprachige, niederländische Texte, französische Texte, russische, serbische. Und jetzt mittlerweile geht es auch noch um weitere Sprachen, die also noch dazukommen. Also Norwegisch ist jetzt dabei, Polnisch ist dabei, Italienisch, Spanisch ist dabei. Also von daher werden uns da noch ein paar ganz spannende Texte begegnen. Alles klassische Texte, die in diesen kleinen Heftchen dann auch immer einzeln veröffentlicht werden, mit immer eine Neuübersetzung, mit Anmerkungen und mit einem Nachwort versehen. Ja, und unter anderem traf ich da auch auf den Verlag Torsten Loff. Thorsten Loff ist ein Kleinstverlag, wenn man so möchte, ist das nur das Ehepaar Loff, also Thorsten und Tina Loff, die diesen Verlag managen. Und die sind eine ganz wichtige Adresse geworden für die Fantastikszene. Auch über Jahre bekommen die immer wieder für ihre Veröffentlichungen auch Preise aus diesem Bereich der Fantastik. Und sind da also wirklich rührig. Und das Interessante ist ja, das sind Verleger, wenn man so möchte, im Nebenerwerb. Ja? Das heißt, die haben müssen noch ihren Hauptberuf ausüben,
können das also nicht hauptberuflich machen. Das heißt, die machen das alles in ihrer Freizeit. Das finde ich immer wieder ganz beachtenswert. Und der Thorsten Off Verlag ist eine gute Adresse geworden für die deutsche Fantastik, für die aktuelle deutsche Fantastik. Denn andere große oder mittlerweile groß gewordene Verlage, wie zum Beispiel auch Fester Verlag, der ja die erste Adresse für Horror und Fantastik auch irgendwo ist, der bezieht sich ja hauptsächlich auf den amerikanischen und englischsprachigen Markt. Da gibt es ja keine deutschen Neuveröffentlichungen und da ist unter anderem nicht nur natürlich, aber Thorsten Off eine tolle Adresse. Und der ist also, er und seine Frau sind da unheimlich rührig und gehen auf alle möglichen dieser Conventions und haben einen tollen Kontakt mit ihren Autoren und. Und da habe ich dann angetroffen, eben auch die Autorin Corinna Griesbach, die ihr neues Buch vorgestellt hat. Und das soll unsere zweite Vorstellung sein. Es geht um das Buch Lucians Manuskript von Corinna Griesbach, erschienen bei Thorsten Loff. Die Autorin ist Baujahr 1967, hat auch schon das ein oder andere veröffentlicht, unter anderem einen Science-Fiction-Roman, auch einen Band mit Kurzgeschichten zur Science-Fiction, aber auch immer wieder Kurzgeschichten der Fantastik veröffentlicht und hat selbst eine Literaturanthologie, ich glaube, sie selber spricht von einer Literaturzeitschrift, herausgegeben, über 10 Jahre lang. Wo sie also zu verschiedenen Themen Ausschreibungen gemacht hat, dann auch Manuskripte, die eingeschickt worden sind von Autoren aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, hat sie dann eben lektoriert, bearbeitet und dann eben auch herausgegeben. Und das hat sie irgendwie über 10 Jahre gemacht. Und jetzt ist eben wieder ein Roman von ihr erschienen, also Lucians Manuskript. Und was mich da vor allen Dingen angesprochen hat, ist das Cover. Das fand ich ganz spannend, denn wenn man genauer hinschaut, dann sehen wir, das ist ja ein ganz inspiriert von einem ganz berühmten Gemälde von Goya, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Hier ist es tatsächlich, ich halte das nochmal nach vorne, damit man das ein bisschen sehen kann. Und hier ist es, wenn man so möchte, ein bisschen ins Moderne getragen, aber das ganze Buch hat so ein bisschen auch das Design, ja, das so auf so eine traditionelle Fantastik letztlich verweist. Und das ist hier in der Tat auch ähnlich und doch auf ganz andere Weise. Ähnlich wie der Jeffrey Ford, der eben auch in gewisser Weise nicht bestimmten Genre-Erwartungen entsprechen möchte, auf der anderen Seite aber eine totale Mainstream-Literatur ist. Hier ist es auch so, dass es kein Horror-Genre, hier wird nicht gesplattert und, sondern man merkt, dass die Autorin sich der auch alten, traditionellen deutschen Fantastik verbunden fühlt. Das merkt man in der Art und Weise teilweise, wie erzählt wird und was erzählt wird. Es geht auch hier letztlich um eine weirde Welt, um eine Welt, in der es noch eine weitere Schicht gibt, zu der man eben nicht unbedingt so vordringt. Ja. Auch hier lese ich euch den Klappentext vor. Der erfolglose Autor Lucien zieht sich in ein altes Haus zurück, um endlich seinen Roman zu schreiben. Immer wieder begegnen ihm Menschen, die ihm ihre Geschichten anvertrauen, und inmitten des Alltäglichen erfährt er von Geheimnissen, unheimlichen Begebenheiten und den Schrecken des Übernatürlichen. Sein Manuskript stellt er unter ungewöhnlichen Umständen fertig, und von Anfang an erfahren wir auch, welche Ereignisse er damit im Verlag Darkness auslöst. Und wir haben hier also auf der einen Seite sein Manuskript, Luciens Manuskript, und das ist auch ganz nett gemacht, denn wir sehen hier und ab einem bestimmten Part geht das dann los, Luciens seltsame Erlebnisse von ihm selbst erzählt, und zwar eben, Autor ist Lucien Le Jeune. So. Und da haben wir also dieses Manuskript von ihm.
Und da muss man eben sagen, das ist ein, vor allen Dingen hat es eine durchaus episodische Struktur, denn er begegnet eben immer wieder Menschen, die ihm plötzlich von sich erzählen, von ihren Erlebnissen erzählen. Er scheint die irgendwie anzuziehen, geradezu magnetisch anzuziehen, solche Leute. Und man stellt sich durchaus immer die Frage, ist das denn jetzt irgendwie, hat das irgendwie einen realen Bezug oder ist das die Fantasie von diesem Lucien? Diese Fragen stellen sich auch diejenigen, die das Manuskript von ihm bearbeiten sollen, nämlich dann beim Verlag. Und das ist einmal, ist es eben die Verlagsassistentin Cinderella, genannt Cindy. Und es gibt und dann eben den Lektor, das ist Merlin. Und beide haben eben eine Beziehung zu diesem Lucien aus seinem früheren Leben. Und sie sind eben diejenigen, die sich jetzt mit konfrontiert sehen, immer wieder mit neuen Folgen, mit neuen Abschnitten aus diesem Manuskript. Und wir lesen sozusagen mit ihnen dieses Manuskript und sie sind eben auch bestrebt zu schauen, was es daran eigentlich war und was es erfunden, wie verhält sich das eigentlich. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld und es ist vor allen Dingen ein Roman, der sich diesem normalen Mainstream-Erzählen entzieht. Es ist also ein Roman, der einmal aus diesem Manuskript besteht und aus dem Mail- und SMS-Wechsel zwischen denjenigen, die sich eben damit beschäftigen, eben hauptsächlich von der Cindy und dem Merlin. Und so ist dann eben auch die Struktur dieses Romans und das geht dann tatsächlich los und das sieht man auch ganz hübsch gestaltet hier. Es geht eben los mit einer E-Mail oder mit einem Mailwechsel und von dem eigentlichen Manuskript, also von den eigentlichen mysteriösen Begebenheiten werde ich euch hier gar nichts vorlesen, weil ich euch ja auch nicht spoilern möchte. Aber diesen Mailwechsel am Anfang, den werde ich euch vorlesen, um euch einen Eindruck zu geben, wie dann eigentlich erzählt wird, wie man in diese Geschichte hineinkommt. Es geht also mit einer Mail von cindy@verlag-darkness.de an lucien99@yahoo.de. Betreff dein Manuskript. Lieber Lucien, auf diesem Weg von dir zu hören ist völlig unerwartet für mich. Ich gebe zu, als dein Vater mir den Packen Papier auf den Schreibtisch fallen ließ und irgendetwas sagte, in dem dein Name vorkam, war das wie ein Schlag. Ich fiel ins Nichts. Ich fand den Kaffee nicht, den unsere langen Zeitpraktikanten mir millimetergenau auf immer denselben freien Fleck auf meinen Schreibtisch stellt. Und die Zeit kam mir abhanden. Es passierte also genau das, was ich so fürchtete, als wir noch ein Paar waren. Und sag jetzt nicht, wir waren kein Paar. Frag Merlin, wir sind ein Paar gewesen und haben ihm das Herz gebrochen. Zu Merlin später mehr. Ich arbeite für Darkness seit der Zeit, als du verschwunden bist. Und auch wenn die Arbeit zu mir passt wie ein maßgefertigter BH, komme ich doch morgens mit schlechtem Gewissen her, weil es sich anfühlt, als sei es zum Teil dein Leben, das ich hier führe. Na egal, ich bin hier Verlagsassistentin und du kennst das Wort und weißt, was ich hier tue. Dein Manuskript missachtet alle Voraussetzungen für Einsendungen an Darkness und jeden anderen Verlag dieser Welt. Zuerst einmal, das Zeug riecht. Ein E-Mail-Anhang würde das nicht, kleiner Tipp. Ein Teil des Romans, Fragezeichen, ist handgeschrieben. Die Bilder sind nicht zuzuordnen. Ich gestehe dir etwas. Ich habe nur die ersten Kapitel gelesen und geheult. 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 Hätte ich da zusammen mit dir sitzen sollen bei dieser obskuren Lesung? Hätten wir Händchen halten, wissend lächeln können über die absurde Situation? Und dann diese Voodoo-Sache. Sag, dass das nicht wahr ist. Sag es einfach. Mein erster Impuls war, deinen Brief zu beantworten, wie er angekommen ist. Ich wollte handgeschöpftes Papier kaufen und grüne Tinte. Nun, Lucien, Alva ist bereit, dein Manuskript zu prüfen. Ich soll es lektorieren lassen und habe es an Merlin weitergegeben. Ein weiteres Opfer deines Egoismus. Zusammen mit ihm habe ich dich damals gesucht und
um dich geweint und deinen Eltern versichert, dass es dir gut geht. Bla. Merlin ist inzwischen Lektor, er arbeitet freiberuflich. Wahrscheinlich hat er unter der Hand mehr Bachelor- und Doktorarbeiten geschrieben, als er zählen kann. Offiziell macht er nur Korrektorate und lektoriert für ein paar kleinere Fachverlage ab und zu für Darkness. Merlin lebt mit Vitus zusammen. Seit einigen Monaten lebt der kleine Sammy bei ihnen. Sie sind wunderbare Eltern und wir alle fiebern der Adoption entgegen. Etwas, das du verpassen wirst, weil du nicht mehr da bist, du Arschloch. Merlin wird Kontakt zu dir aufnehmen. Was die Erfolgsaussichten auf eine Veröffentlichung angeht, ich hänge unseren Standardvertrag an. Mit einer Vorauszahlung kannst du nicht rechnen, das wäre auch nicht fair den anderen Autoren gegenüber. Was soll ich sagen? Mit freundlichen Grüßen, Lucia. Mit freundlichen Grüßen. Cindy, Verlagsassistentin Darkness, ihr Verlag für das Ungewöhnliche. Jetzt folgt ein SMS-Wechsel und dann eine weitere Mail. Merlin. Hi, Cinderella. Habe im Spam-Ordner eine Mail von Darkness. Viel Anhang, aber kein Betreff oder ähnliches. Bist du das? Soll ich mal öffnen? Cindy. Hi, Merlin. Ja, mach auf. Ist von mir. Ich schicke dir jetzt noch eine Info dazu. Kuss. Neue Mail. Von Cindy at verlag-darkness.de an merlin@lektorat-service.de. Betreff Lucien. Lieber Merlin, was macht das Leben, was bringt die Kunst? Zwinker Smiley. Ich hoffe, die Autoren rennen dir die Bude ein. Aller Achtung für deinen Sprung in die Selbstständigkeit. Wie geht es Vitus und dem kleinen Sammy? Ich komme zur Sache, Merlin, denn der Name im Betreff hat dich diese ersten Zeilen wahrscheinlich ungeduldig überfliegen lassen. Mail 1 mit seinem Text hast du ja schon. Bitte öffnen. Wann hast du zuletzt von Lucien gehört? Ich muss zu seiner Entschuldigung sagen, dass er wohl nicht weiß, dass ich für Darkness arbeite. Alva und Aimee haben mir den Job gegeben, kurz nachdem Lucien sich aus dem Staub gemacht hat. Naja, es wäre sein Job gewesen. Seine Arbeit, sein Leben, seine Altersversicherung. Gemeinsam mit mir als quasi Mädchen für alles und dir als zweitem Lektor hätte er in ein paar Jahren den Verlag übernehmen können. Wollte er nicht. Punkt. Nun schickt er seinem Vater dieses Manuskript mit der Frage, ob es von ihm verlegt werden kann. Alva hat es unkommentiert an mich weitergereicht, ein Konglomerat aus Fotos, Zeitungsausschnitten, handgeschriebenem und Computerausdrücken. Ich sage ehrlich, dass ich nur den Anfang gelesen und angefangen habe zu heulen. Merlin, egal was in dem Skript steht, ich habe alles eingescannt und lesbar gemacht, wenn nötig abgetippt, hab ja sonst nichts zu tun. Mir ist klar, dass Alva es drucken wird. Lucien bekommt seine Veröffentlichung, Alva kann das nicht ablehnen. Elternliebe, lernst du ja selbst gerade kennen, Smiley. Hier also offiziell meine Anfrage. Wirst du das Zeug in eine konsumerable Form bringen, die Fakten, wenn möglich, überprüfen? Es handelt sich um eine wahre Geschichte. Korrektorat, Lektorat, das ganze Programm zu den üblichen Konditionen? Sag mir bald Bescheid und gib Vitus und Sammy ein Küsschen von mir, deine Cinderella. Cindy, Verlagsassistentin Darkness, ihr Verlag für das Ungewöhnliche. Neue Mail. Von merlin@lektorat-service.de an cindy@verlag-darkness.de. Betreff Lucien, dein Ernst? Liebe Cindy, ich bin bestürzt. Allein seinen Namen zu lesen hat mich unfähig gemacht, klar zu denken. Er hat uns so wehgetan. Und ich habe hart daran gearbeitet, ihn zu vergessen. Zu deinem Auftragsangebot, du siehst, ich versuche mich neutral zu verhalten. Ich habe nie bereut, deinem Rat gefolgt zu sein und mich als freier Lektor zu verdingen. Die Autoren, deren Manuskripte du mir überlassen hast, haben mich an ihrem Wohlstand teilhaben lassen, haben mich gelehrt, die Dinge ein bisschen anders zu sehen als üblich. Doch ich musste nie den Preis zahlen, den sie oft genug dafür gezahlt haben. Depression, Drogen, Selbstmord. Die meisten Manuskripte, die du mir vermittelt hast, waren anders als das,
das hier vor mir liegt. Dieses hier scheint durchdrungen von den wirren Gedanken eines bipolaren Menschen, der offenbar glaubt, eine wahre Geschichte, die Geschichte seines Lebens zu erzählen. Ja, dieser Lucien ist unglaublich kreativ, fantasievoll. Ich meine, nach einigen Seiten kann ich dir versichern, das Manuskript zu lesen bereitet sicher spannende und lustvolle Stunden. Aber musst du seine Story als wahre Geschichte vermarkten? Ich werde die Daten im Text prüfen, den roten Faden suchen, etc., etc. Es wäre mir eine Hilfe, wenn die handgeschriebenen Seiten von eurer Praktikantin digitalisiert werden könnten, im Sinne von in Word umgewandelt, nicht im Sinne von eingescannt. So kann ich das Zeug nicht bearbeiten. Oder ist das Mädchen nur damit beschäftigt, dir deinen Latte hinterherzutragen, wie in diesen amerikanischen Frauenfilmen? Zwinker Smiley. Dein Lieblingslektor, Smiley. M. Korrektorat, Lektorat, Textredaktion, wir machen Ihren Text besser. SMS. Cindy, ich muss immer an ihn denken. Hoffentlich komme ich in dieser wahren Geschichte nicht vor. Und dann beginnt eben dieses Manuskript mit seinen verschiedenen Begebenheiten, Begegnungen, aber es gibt eben immer wieder dann Unterbrechungen, die eben auch grafisch gekennzeichnet werden, durch die Mails, durch die SMS und so weiter. Ich finde es ein faszinierendes Buch, das eben nicht den typischen Genre-Erwartungen entspricht. Erschienen im Verlag Thorsten Loof für 15,90 Euro als Taschenbuch. Und ich werde auch hier natürlich den Verlag entsprechend verlinken. Kommen wir zum dritten und letzten Beispiel. Ich habe hier auch auf dem Buchon den Stand gesehen vom Manticore Verlag. Den werde ich euch natürlich auch entsprechend verlinken. Das ist ja völlig klar. Der Manticore Verlag, der ist auch entstanden, na, lasst mich jetzt nicht lügen, 2005, 2007, keine Ahnung, 2008, irgendwo um den Dreh, habe ich jetzt vergessen nachzugucken, und ist auch ein ganz spannender Kleinverlag. Er hat angefangen und macht das auch immer noch, indem er eben Spielbücher auch hauptsächlich veröffentlicht. Also beispielsweise die zu bestimmten Cthulhu-Spielen, anderen Fantasy-Rollenspielen und ich kenne mich da leider nicht aus. Aber diese Spielbücher, die also ja mittlerweile eben auch eine eigene Textsorte sind, das ist so ein Herzstück beim Manticore Verlag. Darüber hinaus, und das wäre für mich dann persönlich, weil ich weiß, es ist eine Literatur, die man auch eigentlich würdigen sollte, die ich aber, weil ich solche Spiele überhaupt nicht spiele, ja, auch nicht dem berühmten Cthulhus Ruf, obwohl Lovecraft-Fan, aber diese Spielwelt ist eben nicht meine Welt, diese interaktiven Spiele. Und deswegen wäre ich eher jemand, der fast vorbeigehen würde an diesem Stand. Aber der Manticore Verlag, der hat mittlerweile auch ein weiteres ganz, ganz spannendes, faszinierendes Programm. Er nimmt sich nämlich bestimmte Klassiker der Science Fiction zum Beispiel vor und übersetzt die neu. Also beispielsweise Ewige Krieg von Joe Haldeman. Ich habe noch eine alte Heine-Ausgabe davon. Eine Neuübersetzung bei Manticore. Oder zum Beispiel die Ringwelt-Romane von Larry Niven und andere wirklich Klassiker der alten Science-Fiction, die finden da eine neue Heimat und das finde ich ganz faszinierend, aber es sind auch richtig große Namen dabei. Und er hat eben aber auch ein Programm, wo auch also deutsche Autoren, Fantastikautoren eben auch veröffentlichen und das ist das Beispiel, das ich eben heute hier präsentiere. Es geht um einen Roman von Jens Schumacher, über den Roman sage ich gleich noch was. Jens Schumacher, kurz dazu, ist Baujahr 1974 und hat mittlerweile über 50 Romane veröffentlicht. Sehr viel diese Romane eben zu bestimmten Spielen. Aber auch Jugendbücher hat er auch veröffentlicht. Und um ein solches handelt es sich teilweise hier auch. Es geht um den Roman Frozen tut im Eis. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, also Frozen, ja, ist jetzt nicht so der total kreative Titel. Das mag sein.
Und man, auch hier ist es wieder so, das ist jetzt hier nicht die Neuerfindung. Aber es hat ganz, ganz große Vorteile. Ich sage erstmal kurz wieder, worum es geht, lese wieder den Klappentext vor. Während einer Forschungsexpedition in die Antarktis verschwindet der Anthropologe Donald Wilkins auf mysteriöse Weise. Kurz entschlossen macht sich sein Sohn Henry gemeinsam mit einem Rettungsteam auf die Suche. Schon bald stoßen sie auf Hinweise, dass Dr. Wilkins im ewigen Eis eine phänomenale Entdeckung gemacht hat. Inmitten eines auf keiner Karte verzeichneten Gebirgsmassivs liegt eine gigantische Ruinenstadt, die Millionen Jahre alt sein muss. Älter als jede menschliche Zivilisation. Doch vorzeitliche Bauwerke sind nicht das Einzige, das unter dem Eis begraben liegt und auf seine Befreiung wartet. So. Und wenn wir das hören als Freunde der fantastischen Literatur, dann läuten bei uns natürlich alle Glocken und wir denken sofort an H.P. Lovecraft, Berge des Wahnsinns. Und es kommt vielleicht auch nicht ganz von ungefähr, dass wir hier ein Zitat haben von Wolfgang Holbein, der große Cthulhu würde Schumacher lesen, steht hier. Jetzt kennen wir diese Vermarktungsstrategie auch so, dass vor allen Dingen bei Stephen King, der ja auch irgendwie scheinbar alles gelesen hat, jedenfalls zu allem irgendwie eine Empfehlung nennt und überall wird das draufgedruckt auf die Bücher. Für den deutschen Markt ist das der deutsche Stephen King, ist irgendwie Wolfgang Holbein. Und so ein Holbein-Zitat ist dann irgendwie wie so ein Adelsprädikat. So. Davon kann man halten, was man möchte, ist mir auch relativ wurscht. Das Buch ist übrigens wirklich schön aufgemacht. Das ist ein richtig kräftiges Paperback hier. Und wenn man es auch aufschlägt innen drin, dann haben wir eben auch hier dann also eine schöne Karte, ja. Die Antarktis, die ist dann hinten auch noch mal und so weiter. Also das ist sehr hübsch gemacht, ist ein anständiger Druck. Und ich würde ganz gerne noch mal hier aus dieser Werbung noch mal eine kleine Erwähnung machen, denn es gibt von dem Jens Schumacher unter anderem, der wie gesagt ganz viel geschrieben hat, eben auch noch einen anderen Roman, der heißt Dieb, Gefahr aus der Tiefe. Ich zeige das mal hier, das ist so diese, ist natürlich nur in Schwarz-Weiß oder so. Auch so gleichermaßen aufgemachtes Buch. Und da geht es eben auch wieder um ein Abenteuer von diesem Henry Wilkins, also diesem jugendlichen Protagonisten. Und auch da geht es eben wieder von Gefahr, die in der Tiefe ist und und. Also, das ist ein Roman, finde ich, der sich deutlich an ein jüngeres Lesepublikum wendet. Allerdings, ohne das zu bieten, was wir oft bei Romanen, ja, die sich so an Jugendliche wenden, haben, das, wo man sagt, boah, das kannst du aber als Erwachsener nicht lesen. Das kann man schon als Erwachsener lesen. Natürlich besonders, wenn man irgendwie ein Lovecraft-Freund ist, dann ganz besonders, aber auch so, man hat Spaß an diesem Roman, der ist nämlich sehr, sehr professionell gemacht. Und auch hier merkt man eben, das ist ein souveräner Erzähler, der erzählt hier nicht zum ersten Mal. Wir merken also, da ist jemand, der versteht sein Handwerk. Und wir haben hier eben auch ein ganz normales Geschehen, das wird aus der personalen Er-Sie-Perspektive, also von, bei diesem Henry, letztlich eben erzählt. Aber dann haben wir eben auch, also um die Antarktis und um diese Expedition, die, ich glaube, im Jahr 2013, ganz genau im Jahr 2013 spielt. Übrigens nebenbei, das ist jetzt die erste Auflage hier vom Mantico Verlag seit 2021. Aber das wurde schon mal geöffnet, veröffentlicht, Entschuldigung, vom Autor selber, glaube ich, im Jahr 2012. Also von daher auch ganz, nicht ganz so ganz neu. Dieser Roman hier übrigens ist, der ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt. Der ist also wirklich brandneu. Ja, der andere war ja von 2008, der eigentliche von 2012. Aber wie auch immer. So, und wir haben aber auch eben hier, mal sehen, ob ich das jetzt so finde. Ja, wir haben also hier die ganz normale gedruckte Form der Erzählung. Dann haben wir aber auch immer wieder so Passagen,
wo man schon am Druckbild merkt, aha, hier geht es um was anderes. Das sind so Expeditionstagebücher, die dann eben eingefügt werden. Und das ist ganz interessant, das ist auch stilistisch dann auch ein Wechsel ja, macht die Sache durchaus spannend. Ich werde also auch hier nichts groß verraten, aber wie gesagt, es ist, finde ich, sprachlich so, dass man sagt, das ist, wie gesagt, richtet sich an jüngere Leser, ja, aber auch der erwachsene Leser kann hier seine Freude haben. Es ist pure Genreunterhaltung, die auf ganz, ganz bekannte Elemente letztlich auch zurückgreift. Aber wenn man sagt, und ich möchte jetzt sowas lesen, ich möchte jetzt so ein Mystery-Arktis-Roman lesen, ja, der so ein bisschen einfach auch Unheimliches dabei hat und Geheimnisvolles und so weiter, dann wird man hier wirklich hervorragend bedient. Auch hier ein kleinen Textausschnitt. Und ich nehme jetzt mal einen Textausschnitt relativ fast aus dem ersten Drittel des Romans, und zwar aus diesem Expeditionstagebuch. 23. März 2013 morgens. Große Aufregung. Nachdem ich Befehl zum Abbau des Lagers gegeben hatte, entdeckte Anders Ringsberg, einer der beiden schwedischen Fahrer, die uns begleiten, unter seinem Zelt einen Umriss im Eis. Am Abend zuvor, als er den Schnee an der betreffenden Stelle weggefegt hatte, war das Licht offenbar nicht mehr gut genug gewesen. Erst jetzt machte er einen dunklen Schemen aus, der von einer dicken Eisschicht bedeckt ist. Viel ist nicht zu erkennen. Das längliche Ding könnte alles Mögliche sein: ein abgestorbener Baum, eine tote Robbe oder auch ein großer menschlicher Körper. Das einzige Problem ist, dass es hier auf dem antarktischen Festland nichts von alledem gibt. Habe angeordnet, das Lager vorerst an Ort und Stelle zu belassen und stattdessen Eissägen und Spaten an die Männer verteilt. Ich will wissen, was da im Eis eingefroren ist. 23. März, nachmittags. Gegen 15 Uhr war das Objekt von einer 1,5 Meter dicken Eisschicht befreit. Es schien sich um den Kadaver eines über 2 Meter langen grauen Tiers zu handeln, dessen Körperbau auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit dem einer Robbe aufwies. Doch noch während wir den Körper zum Zelt von Burton transportierten, der als Biologe des Teams einen Blick darauf werfen sollte, fiel uns auf, dass wir uns offenbar geirrt hatten. Verschiedene, nicht genauer zu bestimmende Auswüchse scheinen dagegen zu sprechen, dass es sich um einen Meeressäuger handelt. Burton verkündete beim Anblick des Objekts gar, dass er auf den ersten Blick nicht einmal sicher sei, ob es sich um eine tierische oder eine pflanzliche Lebensform handle. Er machte sich sofort an eine eingehende Untersuchung, die bis zu dieser Minute andauert. 23. März abends. Eben ist Burton mit seiner Untersuchung fertig geworden. Das Ergebnis ist ähnlich verstörend wie der Fund einer kilometerhohen, mit Schriftzeichen versehenen Felssäule unter dem Eis. Laut seiner Aussage handelt es sich um eine tierische Lebensform, knapp 2,5 Meter lang. Zum exakten Aussehen und Körperbau des Kadavers sowie sonstigen Details siehe Bericht von Dr. Burton Clegg, Aktenzeichen. Und dann kommt ein Aktenzeichen. Der Erhaltungszustand ist exzellent. Das Geschöpf muss unmittelbar nach seinem Ableben eingefroren und vom Eis bedeckt worden sein. Der Zellverfall gab Burton daher nur wenig Aufschluss über den Todeszeitpunkt. Dr. Axel merkte an, dass die Bildung einer 150 cm dicken Eisschicht aufgrund der geringen Niederschläge in dieser Region zweifellos mehrere 10.000 Jahre gedauert haben müsse. Damit ließe sich zumindest ungefähr eingrenzen, wie lange das Wesen im Eis gelegen hat. Etwas anderes wissen wir dagegen noch immer nicht, worum es sich handelt.
Denn Burtons verwirrendes Fazit lautet, dass die Kreatur, die wir ausgegraben haben, der modernen Wissenschaft gänzlich unbekannt ist. Jens Schumacher im Eis. Tod im Eis, Entschuldigung. Frozen, Tod im Eis. Das ist mein dritter Halloween-Büchertipp. Ich fasse nochmal zusammen. Hier haben wir also für Freunde der Genreunterhaltung für geeignet für jüngere Leser, um die auch vielleicht an eine ordentliche Fantastikliteratur heranzuführen. Anders als so ein Kinderquatsch ist das wirklich gut gemacht. Das wäre also aus dem Manticore Verlag Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, Luciens Manuskript von Corinna Griesbach aus dem Thorsten Loff Verlag. Ganz brandneu erschienen, kriegt man auch natürlich wie die anderen Bücher auch alle bei den ganz normalen und über die ganz normalen Buchhandlungen, auch über Versandbuchhandlungen. Da gibt es so ein großes Versandbuchhandlungshaus, da kennt man vielleicht. Da kriegt man das alles und genauso eben auch dieser hier aus dem Wandler Verlag von Jeffrey Ford, Das Schattenjahr. Ein Roman, der in einem Jahr spielt, in einer Kindheit in den 1960er Jahren, erschienen im Wandler Verlag. Das sind meine drei Büchertipps zu Halloween. Ich hoffe, sie sind so ein bisschen abseits des typischen Mainstream-Buchhandels zumindest, denn es sind alle drei stammen oder sind erschienen in Klein- oder Kleinstverlagen. Von denen man sonst nicht unbedingt immer so leicht und einfach irgendwie was mitbekommt. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Halloween-Zeit, denn es ist natürlich immer auch eine ganz besondere Zeit. Ich glaube, hier spielt ja auch Halloween eine Rolle. Jetzt habe ich aber die Stelle hier nicht parat, wo also über Halloween gesprochen wird oder geschrieben wird. Egal, wurscht. Also, ich wünsche euch eine schöne Halloween-Zeit. Genießt das, euch zu verkleiden, rumzuspuken oder auf irgendwelchen Partys zu gehen. Genießt die düstere Atmosphäre und lest unheimliche Literatur in dieser Zeit. Macht's gut, bis dahin, tschüss.